einen Jaguar oder doch lieber einen Beetle? Bürgermeister Joachim Wohlbergs durfte sich am Samstag bei der Eröffnung der Automobil Regensburg am Duldplatz durchtesten. Zum fünften Mal fand die Automesse schon statt. Das Besondere an der Automesse ist, dass wir eine große Auswahl an Fahrzeugen mit dabei haben. Alle 5 beteiligten Autohäuser, immer jeder hat seine speziellen Neuigkeiten dabei. Und was auch ganz besonders ist, neben den Messepreisen, dass man jeder die Möglichkeit hat, auch geile Testfahrten zu machen mit seinem Wunschfahrzeug. Ich glaube, wir haben über 150 Autos nur zum Fahren da und 300 Ausstellfahrzeuge. Also haben wir wirklich ein relativ großes Stückzahl an Autos aufbereitet. Konkurrenz belebt das Geschäft und schafft Vertrauen. Das ist das Motto der Automesse. Hier präsentieren sich 5 Autohäuser. 400 Autos von 17 verschiedenen Marken sind mit dabei. Auch mit dabei bei der Eröffnung die Playmates Katrin Göppert und Verena Stangl. Also ich finde den Land Rover Evoque oder wie er heißt, finde ich total toll. Also den würde ich mir, wenn ich das Geld hätte, auf jeden Fall irgendwann mal kaufen wollen. Ja, und also bei mir wäre auch einiges dabei. Und ja, wenn es finanziell passen würde, würde ich den Jaguar F-Type gleich mitnehmen. Die Besucher der Messe waren auch schon in Kauflaune. Die, die mir gefallen, die sind zu teuer. Ne? Da wissen wir, Audi oder Mercedes, BMW, das sind alles die Klasse. Ich habe auch einen BMW. Ja, so ein Porsche war schon nicht schlecht, nur das nötige Kleingeld fällt dazu. Bürgermeister Joachim Wohlbergs von der SPD hätte gerne, na klar, einen roten Jaguar. Da es den aber auf der Automesse nicht gegeben hat, blieb es für ihn am Samstag beim Testfahren.